Willkommen zum Start der Ultimate Team Playlist. Ja, wir fangen mit FIFA 15 Ultimate Team an. Ich habe leider Gottes schon ein Team, aber allerdings nur das Starter-Set. Ich habe gestern mich mal bei der Rap-App, die ich jetzt endlich auch mal nutzen kann, nach dem offiziellen Release, eingeloggt und leider Gottes schon ein Startteam zugewiesen bekommen. Aber als erstes will ich mir mal den Katalog kurz angucken. Da sollen nämlich ein paar Münzboosts drin sein. Ich finde es erstmal gut, dass die ganzen Sachen auch übernommen wurden. Von den normalen. Oh, das All-Star-Team. Sollte ich mir das holen? Ja. Ich finde es gut, dass die Sachen von FIFA 14. Ist das von FIFA 14? Doch, von FIFA 14 übernommen wurden, die Punkte, die man da hat. Ach so, hier ist der Münzboost. Ah. Verstanden. Ich bin Level. Welches Level bin ich eigentlich? Naja, egal, wir gucken erstmal, wo hier überall die ganzen Münzboosts sind. So. Jupp, einlösen. Zack. Kaufrausch. Kann man nur einmal einlösen, gut. Okay, ich dachte, da käme jetzt nochmal irgendwas. Ich glaube zwar, ich habe immer das Gefühl... Nach 10... Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte das. Fuck. Wir haben jetzt 3 Stück, glaube ich, gekauft, oder? Ja, wisst ihr was? Dann warte ich jetzt erst einmal, bis ich die nächsten Spiele mal gespielt habe, wie sich das auswirkt. Was gibt es denn noch so zu kaufen? Wir haben 36.000 von diesen komischen Punkten noch. Ich gucke erstmal noch so hier eben einmal, was es noch so alles gibt. Liegestütze... Jubel, nee. Historische Trikots Bundesliga. Okay. Ach, das sind immer so Bundles. Okay. Ja. Kann man sich ja alles nach und nach kaufen. Das sind die alten Bälle. Das All-Star-Team. Das All-Star-Team kaufen wir uns auch mal. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum nicht. Ach, guck mal. Adidas Bälle Bundle. Das ist einmal der 2002er Ball und der Jabulani. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt überhaupt hier so in diesem Menü bin. Wir gehen jetzt erstmal in mein Ultimate Team. Es lädt. Ich weiß, der Vereinsname ist nicht sehr kreativ. FCLPR93. Ich musste einen Vereinsnamen eingeben und mein alter Vereinsname war noch so nichtssagend. Deswegen passt das jetzt soweit schon. Hier ist mein Team. Nicht wirklich bombastisch, aber ja, ich brauche erstmal noch kein Tutorial. So, was ich gemerkt habe beim Durchforsten meiner Spieler, dass ich recht viele Italiener habe und deswegen habe ich auch sehr viele Italiener in die Aufstellung gepackt. Allein aufgrund von Chemie etc. pp. Naja, ist recht egal. Ey, nein. Den Wort Sporting, den packen wir wieder da auf links. Ja. Sonst habe ich, glaube ich, keinen Italiener mehr. Wir haben auch noch nicht... Ich bin jetzt am Überlegen. Wie... deutsche Sprache Arsch. Schon wieder einen Sprachknoten bald gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich vorgehen soll. Ich bin total... Also kompletter Neuling in Ultimate Team. Und ich würde jetzt gerne mal euch fragen, was ich machen soll. Soll ich erst Münzen farmen in Form von Einzelspielerturnieren, Einzelspieler-Seasons? Oder lohnt es sich, mit der Mannschaft schon ein offizielles Spiel zu machen? Dream Squad, gucken können wir mal in der nächsten Folge erstellen. Eure Meinung ist jetzt hier gefragt. Gegen das Team der Woche kann man ja auch Münzen spielen. Also, was ist da so euer Tipp? Erst Münzen farmen oder schon sofort in die Online-Season gehen? Würde mich interessieren. Online-Einzelspiel? Ach so, dass ich einfach irgendwelche Spiele... Ach nee. Wenn schon erstmal in die Seasons oder Online-Turniere, wir können gucken. Da ist ja alles möglich. Ich gucke mal, was ihr mir schreibt. Ich hoffe, ein bisschen Beteiligung ist da. Ultimate Team war ja auch gewünscht. Deswegen gebt mir Tipps, wie ich spielen soll. Sollten nicht so viele Vorschläge kommen, muss ich gucken, was ich dann mache. Werde ich mich selber ein bisschen informieren. Aber ich hoffe mal, dass da so ein bisschen was passiert. Weil FIFA Points wollte ich mir erst nicht kaufen. Weil ich das irgendwie, dann ist der ganze Spaß auch nach einer Zeit weg.
Wie viel Live-Transfers? Ach, 148.000. Okay. Transferliste. Ach, das sind meine Sachen, die ich anbieten kann. Okay. Ja, ich guck mich mal eben kurz hier noch so durch. Ach so, suche FC Bayern-Spieler. Oha. 8.600. Ach, du Kacke. Starke. Rafinha. Wartstuber kostet nur... Okay, 850 ist aktuelle Gebot. Na, ich guck mich mal gerade so durch, aber... 425.000. 8.500, 12.000. Naja. Komm, wisst ihr was? 5 Minuten. Startpreis ist 150. Warum kann ich die bieten? Ah! Naja, ist ja jetzt auch erstmal nur so zum Gucken gewesen. Wie gesagt, schreibt mir bitte eure Meinungen, wie ich vorgehen soll. Ob ich mit diesem Team schon reingehen soll oder ob ich erst ein bisschen auf den ganzen Modis hier, hier Einzelspieler-Season, die sind ja erstmal nicht so schwer. Zumindest, wenn man sich hier mal so die World Tour anguckt. Auf Amateur-Anfänger, die Matches, die sind alle, die dürften alle recht schnell gehen. Meisterschaft gibt 1100 Münzen, Aufstieg nochmal 900, also da kann man, glaube ich, gut Münzen farmen. Sagt mir, was ihr meint. Was gibt's eigentlich hier so Feines? Die sind ja auch alle... Okay. Oh, ich glaube, ich werde erstmal viele, viele Münzen farmen. Ja, hier kann man gut Münzen farmen. Ja. Nur sagt mir jetzt, soll ich diese Farmen... Matches. Soll ich die irgendwie aufnehmen? Soll ich da eine Compilation rausmachen? Ich glaube eher nicht, weil das, glaube ich, nicht wirklich interessant wird. Die Einzelspieler. Einzelspieler-Turniere gibt es auch noch, weil ich halt erstmal... Bevor ich richtig in das Online-Spielen gehe, brauche ich doch schon so ein paar Münzen. Also, um schon mal so ein kleines Team aufzustellen. Schreibt mir eure Meinung. Ich habe jetzt genug geredet. Danke fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge, wo ich dann hoffentlich auf etwas eingehen kann, was ihr mir geschrieben habt. Tschüss!